Herzlich willkommen heute im Test die smarte Lichterkette von Twinkly in der RGBW-Version mit 400 LEDs. Bleibt dran, viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen! Ich möchte heute zusammen mit euch unseren schönen Weihnachtsbaum bei uns im Garten für die Weihnachtsbeleuchtung fit machen. Und weil es unser Lieblingsbaum ist, habe ich mir die Lichterkette von Twinkly hier mal besorgt. Der Preis ist mit knapp 190 Euro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, relativ hoch. Hat dafür einige Spielereien. Braucht man das? Nein. Habe ich es trotzdem gekauft? Ja. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mama sagt, dumm ist der, der Dummes tut. Die Lichterkette ist die zweite Generation. Ihr erkennt das hier oben. Da steht Generation 2. Von der Lichterkette gibt es drei Versionen. Die Multicolor-Version mit RGB-LEDs, wo ihr das Farbspektrum entsprechend halt abdecken könnt. Dann die Gold-Edition, da habt ihr Kalt- und Warmweiß zusammen. Und die Spezialedition, für die ich mich hier entschieden habe, wo ihr das ganze Farbspektrum und ein schönes Warmweißlicht dabei habt, also sprich RGBW. Weiterhin habe ich mich für die Version mit 400 LEDs entschieden. Das ist die größte Version, die derzeit verfügbar ist, weil der Baum ja doch relativ groß ist. Und es gibt ein Kalkulationstool auf der Webseite von Twinkly. Da könnt ihr mal reingucken, da kann man sich berechnen, wie viele LEDs man braucht. Ich gehe davon aus, dass die eine Kette jetzt nicht ausreichen wird, aber bei dem stolzen Preis wollte ich erstmal gucken, wie das Ganze wirkt. Und zum Glück kann man ja dann vielleicht nochmal im nächsten Jahr upgraden und kann dann eine zweite Lichterkette nochmal dazu kaufen und die kann man dann auch miteinander verbinden. Ja, und das Ganze ist sowohl Indoor als auch Outdoor geeignet, hat einen IP44 Standard. Also mache ich mir da keine Sorgen, dass das den Winter erstmal nicht überlebt. Ja, ich habe das Ganze hier schon mal ausgepackt. Und zwar ist zum einen mit dabei eine kleine Gebrauchsanweisung. Dann neben dem Netzteil hier die entsprechende Steuereinheit und dann die 200 und 200 LEDs. Das sind dann also in zwei Strängen aufgeteilt. Hat den Vorteil, dass ich dann natürlich nicht auf einmal eine 400 LED-Lichterkette irgendwo langlegen muss, sondern dass ich in der Mitte des Baums anfangen werde und mit der einen Kette dann nach oben gehen werde und mit der anderen nach unten. Das Ganze macht einen recht hochwertigen Eindruck, aber bei dem Preis möchte ich ja noch ein bisschen was erwarten. Ja, wegen den Preisen schaut mal unten in die Beschreibung rein, da habe ich euch ein paar Links eingefügt, wo ihr das Ganze bekommen könnt und vielleicht könnt ihr das Ganze zu einem günstigen Schnapper da mal irgendwo käuflich erwerben. Ja, was macht eine smarte Lichterkette aus? Ich kann zum einen natürlich dann das Ganze via Smartphone-App bedienen. Nachdem ich das Ganze hoffentlich irgendwann mal an den Baum ranbekommen habe, können wir das Ganze dann entsprechend abfotografieren, abfilmen und dann wird jede einzelne LED-Position der LED dann erkannt. Und dann kann ich schöne Szenarien dann abspielen. Dann bin ich mal ganz gespannt, ob die ganze Spielerei den Preis letztendlich auch wert ist. Zusätzlich ist das Ganze dann auch via Alexa und Google Assistant kompatibel und kann dann auch per Sprachbefehl entsprechend dann bedient werden. So, jetzt aber raus in den Garten und ran an den Baum. Nachdem das Ganze jetzt endlich mal am Baum war und ich die Lichterkette ans Stromnetz angeschlossen habe, habe ich das dann gleich erstmal in die Twinkly-App aufgenommen und habe das erstmal mit dem WLAN verbunden. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Du hast einmal die Möglichkeit, ein eigenes WLAN aufzubauen. Das bietet sich natürlich an, wenn du draußen im Garten keinen WLAN-Empfang hast. Dann macht der Controller sein eigenes WLAN auf, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, muss dann allerdings jedes Mal dein Handy halt mit dem eigenen WLAN verbinden, wenn du etwas ändern möchtest. Oder du verbindest es, wenn du ausreichend Netz hast, dann mit deinem eigenen WLAN. So, wir sehen jetzt die Firmware-Aktualisierung, werde ich jetzt mal durchführen, damit wir hier auf dem neuesten Stand sind.
Da sind wir schon fertig. Und dann sieht man hier auch schon die ersten Effekte in der Effektgalerie. Ja, also sind schon ein paar drinne. Aber wir sehen dann später auch, dass wir über die Online-Funktion da uns noch weitere runterladen können. Dann kann man hier eine eigene Playlist sicherstellen mit seinen Lieblingseffekten. Die wählt man dann einfach aus, fügt die hinzu, wählt dann noch die Dauer aus. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann hat man so seine eigene Playlist mit den Lieblingseffekten, die man dann sich abspielen kann. So. Jetzt sehen wir oben die twinkle Lichterkette, die hier mit dem grünen Symbol, dass sie aktiv ist, dass wir mit ihr verbunden sind, können Sie da ein- und ausschalten, können über die Einstellung die aktuelle IP-Adresse, LED-Profil, Modelltyp und so weiter uns angucken, bis hin zur aktuellen Firmware. Hier können wir auch dann, wenn man das Netzwerk nochmal ändern möchte, sprich WLAN, dann auch nochmal dort ändern. So, wir sehen hier mit dem Profil, womit ich mich angemeldet habe. Man kann sich zum Beispiel über Facebook oder über Google hier anmelden. Jetzt sehen wir hier das Effektkarussell. Das kann man einfach aktivieren und dann macht er in verschiedener Abstufung dann halt die verschiedenen Effekte durch und dann kann man sich überraschen lassen. Ja, hier oben rechts sehen wir dann, dass wir da nochmal an ausschalten können, dann von 0 bis 100% die Intensität einstellen können. Das ist eigentlich auch ganz schön und sehr komfortabel. Und dann den Timer, den man hier einstellen kann mit der Start- und Endzeit. Hier hätte ich mir gewünscht, dass man mehrere Möglichkeiten hat, aber dazu später nochmal mehr. So, jetzt sind wir hier im Effekt-Store von Twinkly und hier sehen wir noch diverse andere schöne Effekte, die man hier alle kostenfrei noch runterladen kann. Also da ist auch nochmal jede Menge schöner Effekte mit dabei. Ich lade jetzt mal hier den White Rockets runter und ja, kann ihn jetzt halt sofort abspielen oder halt später. Ja, jetzt müssen die Effekte dann halt noch auf den Controller kommen. Limiert werden. Ja, und jetzt sehen wir, da unten taucht er dann auf. Auch in den Effekten drin kann ich die Geschwindigkeit und die Intensität nochmal ändern. Ist eigentlich auch ganz schön. Also man hat da schon jede Menge weitere Möglichkeiten. So, und jetzt mal zum Kartieren. Ja. Wir haben jetzt mal die 2D-Kartierung ausgewählt. Da muss man dann einfach mit dem Smartphone, mit der Kamera auf die LED schauen. Und dann sieht man jetzt, dass sie so schön blinken in Rot, Blau und Grün, sich abwechseln. Und so erkennt dann quasi die App, in welcher Position welche LED ist. Und jetzt war es ja schon relativ dunkel. Da hat das dann sehr gut funktioniert. Jetzt wurden alle LEDs erkannt. Zumindest die meisten, die sich nicht irgendwo versteckt haben. Und das Ganze jetzt nochmal in 3D. Hier muss ich sagen, hat das Ganze nicht so wirklich gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass der Baum so weit oben ist oder die Lichteinstellung noch nicht gepasst hat. Auf jeden Fall sehen wir gleich, dass ich das aus mehreren Perspektiven gemacht habe. Hier sehen wir, er hat nur 157 LEDs von 400 erkannt. Ist jetzt natürlich nicht so toll und dementsprechend werden die Effekte dann auch nicht so toll sein. Und da kann man jetzt in der 3D-Version weitere Ansichten abfotografieren. Das habe ich jetzt mal gemacht. Aber wie gesagt, immer mit wirklich keinem sehr guten Ergebnis. Also ich bin das Maximalste, was ich erreicht habe, waren so bei, ich glaube, 235 LEDs. Also nicht wirklich sehr toll. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht habt ihr einen Tipp, vielleicht habt ihr da bessere Erfahrungen gemacht. Aber nichtsdestotrotz, man sieht jetzt mal hier die Effekte. Und ich glaube, das kann sich schon sehen lassen. Also es sind jetzt natürlich nicht alle Effekte, aber ich will euch einfach mal ein paar zeigen.
Muss aber auch dazu sagen, dass die jetzt hier im Video nicht wirklich so gut rüberkommen. Also man kann zwar ahnen, aber in live und wenn es dann wirklich richtig dunkel ist, machen die Effekte schon ziemlich was her. Ja, und wer es nicht ganz so bunt mag, für den sind auch, ich sag mal, relativ einfache Effekte dabei. Nicht jeder möchte ja so ein Rainbow mit diversen Farben dann in seinem Garten haben. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Überblick geben über die Funktionsweise der Lichterkette von Twinkly. Ich habe sie jetzt seit einer Woche bei uns im Einsatz und mittlerweile bin ich sehr zufrieden. Anfänglich war ich ja ein bisschen negativ eingestellt, weil das Ganze ja beim Kartieren nicht so wirklich funktioniert hat, tagsüber bei Tageslicht. Als ich das dann aber nochmal wiederholt habe, dann als es dunkel war und das Ganze viel besser geklappt hat, wurden die Effekte dann auch gleich viel besser. Und von daher von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben für die Lichterkette. Was sind die Vorteile? Naja, wenn man mal vorne anfängt, die Lichterkette ist geteilt, das finde ich schon mal ganz clever gemacht, dass man nicht 400 LEDs an einer langen Linie hat, sondern dass es zwei geteilt ist auf zwei Stränge. Das macht es wirklich sehr einfach, wenn man das Ganze an den Baum legen muss, gerade wenn man so wie ich hier auf 2 Meter, 3 Meter Höhe da rumhantiert. Die Qualität ist wirklich überzeugend und die Effekte zusammen mit der App machen wirklich einen guten Eindruck. Also hätte ich nicht erwartet, dass hier so viele Effekte verfügbar sind und dass man auch noch so viele Effekte herunterladen kann. Zudem kostenlos, muss ich echt sagen, da bietet Twinkly für das Geld doch dann jede Menge. Im Video habe ich jetzt natürlich welche für euch ausgewählt, die so ein bisschen was hermachen, sage ich mal. Es gibt aber auch jede Menge Effekte, die jetzt nicht sonders spektakulär sind, aber die einfach gut aussehen und da muss ich sagen, die gefallen mir dann doch wirklich sehr gut. Negativ bleibt mir eigentlich nur der hohe Preis. Der hat es natürlich in sich. Was ich mir noch gewünscht hätte, einfach einen zweiten Timer oder vielleicht sogar einen dritten, wo man mehrere Zeiträume einstellen kann in der App. Ich hätte es nämlich gerne gehabt, dass die Lichterkette nicht nur abends angeht, sondern auch morgens nochmal. Das kann man so leider vom Standard her nicht realisieren. Ich habe das Ganze jetzt so realisiert mit einem smarten Zwischenstecker, den ich einfach dazwischen stecke und dann kann ich das auch mehrfach, so wie ich das möchte, die Lichterkette dann ansteuern. Dann muss ich sagen, was ich ja befürchtet habe, die 400 LEDs reichen jetzt, würde ich sagen, bei unserem Baum noch nicht wirklich aus. Man erkennt die Effekte, sie sind auch da und es sieht auch gut aus, aber um das Ganze am kompletten Baum nun zu darzustellen, würde ich sagen, fehlen locker nochmal 400 LEDs. Also ich werde mal schauen, ob ich jetzt vielleicht im Frühjahr, wenn der Hype so ein bisschen vorbei ist, hier nochmal günstig zugreifen kann, um das dann fürs nächste Jahr dann nochmal zu erweitern. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut.